Claudia, seit dem 1. Januar heißt die Axpo Compogas AG neu Axpo Biomasse AG. Mhm. Wie kam es zu diesem Namenswechsel? Seit der Gründung von Compogas hat sich unser Geschäft stark verändert. Es geht heutzutage nicht nur um eine Trockenvergärungstechnologie, wie Compogas damals war. Wir bieten heutzutage eine gesamtheitliche Bearbeitung von biogenen Abfällen. Wir sind überzeugt, dieser Name Axpo Biomasse AG bildet diese Vielfalt an Produkten, Tätigkeiten, Dienstleistungen viel besser ab. Die Axpo-Strategie setzt auf Wachstum, Optimierung und Diversifizierung. Auch die Axpo Biomasse AG hat hier eine Teilstrategie ausgearbeitet. Was sind die Ziele davon? Ja, wir haben uns viele Ziele gesetzt. Es ist die Zeit der Green Economy, darum ist wirklich Biomasse bestens geeignet für Wachstum und Diversifizierung. Ich möchte hier zwei wichtige Ziele erwähnen. In Verarbeitungskapazitäten wollen wir fast 100.000 Tonnen mehr biogene Abfälle verarbeiten. Das ist ein Bergen. Das ist ein Ziel. Das andere Ziel ist Diversifizierung. Und da möchten wir mehr Produkte an den Markt bringen. Wir möchten mehr Biogas produzieren. Wir möchten mehr Kompost- und Erdprodukte. Wir möchten auch mehr Dienstleistungen, mobile Dienstleistungen an den Markt bieten. Und in welchen Bereichen siehst du die größte Herausforderung im Biomassegeschäft? Die erste Herausforderung ist die Schweiz selbst. Mit ihrer Bevölkerungsdichtung, mit der Zersiedelung. Du findest nirgendwo gute Plätze, wo du große Anlagen bauen kannst. Das macht, sagen wir so, die Entwicklung auf grünem Feld sehr, sehr schwierig. Andersrum gibt es das Biomasse weltweit und das wissenschaftlich als eine der wichtigsten Rohstoffe anerkannt wird für eine CO2-freie Gesellschaft. Auch auf Bundesebene ist das erkannt. Es ist Teil der Energiestrategie. Aber gleich im Moment erleben wir seitens Gemeinde, Kantonen und Bund auf Gesetz, Verordnung, Reglementenebene doch manchmal gewisse Widersprüche. Das machen unsere Planungsarbeiten nicht ganz einfach. Eure Teilstrategie wurde vor einem Jahr rund verabschiedet. Ja. Was habt ihr davon schon erreicht? Ja, wir haben schon einiges erreichen können. Im Moment planen wir zwei große Anlagen. Wir sind daran in der Akquisition von zwei Kompostierplätzen. Das sollten wir schon dieses Jahr bekannt geben. Wir haben viele neue Produkte entwickelt. Vielleicht kennst du die abgesäckte Kompostprodukte, ja. Haben Sie gesehen von uns. Und wir haben mit der Aktienakquisition von Berum haben wir praktisch die ganzen mobilen Dienste unter unsere Kontrolle gebracht. Und wir können das alleine als Axpo an den Markt bringen. Claudia, ich sehe, ihr seid erfolgreich unterwegs schon. Danke. Ich wünsche euch weiterhin ein gutes Gelingen und herzlichen Dank für das Interview.